Wir sind in Teneriffa, im Ökodorf Casas Bioclimáticas Sitter in Granadilla. Das Projekt ist vom Institut für erneuerbare Energie von Teneriffa organisiert worden. Es war ein internationales Wettbewerb, um Prototype für bioklimatische Häuser zu bauen. Aus Respekt von der Natur sind die Häuser in die Landschaft integriert. Die Inneneinrichtung war ein wichtiger Punkt für uns. Wir wollten nämlich keine ökomäßige, typische Einrichtung machen, sondern wirklich Design einen Wert geben. Es sollte nicht glamourös oder luxuriös aussehen, aber schon stilbewusst und elegant. Wir sind jetzt im Haus El Rio. Jedes Haus hat seinen eigenen Charakter und eine ganz andere Einrichtung auch dazu. Und zum Beispiel ein Merkmal von diesem Haus ist, dass es von einem kleinen Fluss durchquert ist, was in einem Bach in der Terrasse endet. Ökologie ist für die Insel sehr wichtig. Teneriffa hat bereits die meisten ökologisch zertifizierten Hotels weltweit. Die Gäste sind sehr wichtig für uns, um das Wohnlabor richtig zu testen. Denn wenn die Häuser nicht benutzt werden, sind die Daten, die wir nehmen, nicht real. Und damit können wir keine richtigen Lösungen entnehmen. Der Gedanke, der hier dahinter steckt, was die Ökologie anbelangt, was die regenerativen Energien anbelangt, was die Projekte dieser einzelnen Häuser anbelangt, das fanden wir sehr ansprechend. Es ist außerdem ein bisschen ab des Massentourismus und das alles in einem, das Gesamtpaket, hat uns halt sehr angesprochen und deswegen sind wir hierher gekommen, um hier Urlaub zu machen. Auf jeden Fall ist es so, dass das Gelände ein wenig außerhalb der eigentlichen Urlaubsgebiete liegt. Man muss auf jeden Fall ein Auto haben oder sollte es auf jeden Fall haben, auch weil man ja auch zum Einkaufen ein Auto braucht. Wenn man mal essen gehen möchte, braucht man ein Auto. Und natürlich, wenn man die Insel erkunden möchte, auch das geht von diesem Ort hier nur mit einem eigenen Fahrzeug aus. Die Situation drinnen und draußen, die verschwimmt ein bisschen ineinander und so, dass, sage ich mal, man nicht mehr so ganz klar sagen kann, wann ist man drin, wann ist man draußen und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Gedankens, der hinter diesem Haus steckt und hat darüber hinaus noch eine schöne Terrasse in der zweiten Ebene, wo man über das gesamte Meer gucken kann.